Moin moin Freunde des guten Geschmacks, es ist wieder Comic-Zeit, nehme ich mir Shazam! Ausrufezeichen! Und wie mir dieser Comic gefiel, und vorab wirklich eine scheiß Kaufempfehlung von Panini, und das sage ich schon nicht oft, aber das müsst ihr jetzt nämlich erstmal hören. Fangen wir erstmal an mit dem Comic. Worum dreht sich das überhaupt? Was ist überhaupt Shazam? Wer ist überhaupt das? Und jetzt geht's erstmal los. Ja, der Comic ist eine Neuauflage von der The New Wave 52, 16,99 €, Softcover, 188 Seiten lang, von Jeff Jones als Autor geschrieben. Gary Frank hat die Zeichnung gemacht. Auf jeden Fall ein sehr gutes Comic von Anfang an bis zum Ende. Macht wirklich Spaß. Dramaturgie ist da drin. Man merkt schon, dass Jeff Jones aus dem Filmgeschäft kommt. Es kommen auch die Figuren vor wie Dr. Sylvana, Black Adam. Die Kostüme, die Charakterdesigns gezeichnet sind richtig geil gemacht. Man merkt von Anfang an, wer über Billy Batson ist. Natürlich so ein bisschen in diesem Comic ein Arschloch kennt, was aber eine sehr gute Seite hat in seinem Herzen. Run Fact, natürlich, Captain Marvel hieß er in den 30ern oder 40ern, glaube ich, war das gewesen. Und natürlich ein Rechtsstreit durfte er sich nicht mehr so nennen, also DC Comics durfte ihn nicht mehr so nennen und hat ihn natürlich in Shazam umgeformuliert. Ausrufezeichen. Somit ist das schon ein alter Superheld, der zu der Justice League gehört. Das Comic ist ja auch eher auch ein Backup aus verschiedenen Justice League Teilen, also Comics. Wurde natürlich jetzt neu auferlegt und ist wirklich ein Comic, was man wirklich sehr gut empfehlen kann. So nimmt man aber den Film mit dem Comic und kann so ein bisschen natürlich schon sagen, welche Richtung wird es gehen, weil das ist natürlich eine Inspiration für den neuen Film, der 2019 rauskommen wird. Und fangen wir mal eben an mit dem Kostüm. Wenn man natürlich jetzt immer das Comic-Kostüm nimmt, was irgendwie detaillierter, natürlich muskelhafter aussieht, auch mit dem Blitz, und das dann zum Film von Zachary Levi, den verkörpert, oh, da weiß ich auch nicht, wie das so sein wird. Ich hoffe mal, das wird nicht das Endprodukt sein, dass sie da nochmal vielleicht ein bisschen in den CGI-Modus gehen und vielleicht die Blitz noch ein bisschen geiler machen. Aber teilweise hatte Thomas auch gesagt, der liebe von Thomas, geht mal bei denen rauf. Es sieht aus wie so eine LED-Lampe, da hat er auch eigentlich auch schon recht. Das Kostüm könnte noch ein bisschen geiler aussehen, detaillierter. Da muss ich sagen, punktet der Comic. Und da hat das irgendwie der Regisseur David F. Sandberg nicht so geil hinbekommen. Oder der Kostümmacher, sag ich mal, eine Art. Gut, nimmt man natürlich den Anfang an den Trailer, nimmt diese Story, kann man natürlich nicht so gut bewerten, das wisst ihr ja selber. Das wäre jetzt ja auch Schwachsinn, das zu nehmen. Aber viele Faktoren kommen aus dem Comic, haben sie mitgenommen in den Film, was nicht schlecht ist. Ich bin natürlich erstmal überrascht, wenn das vielleicht zu viel ist und die dann was wegnehmen, weil Black Adam soll ja einen Solo-Film bekommen. Hoffe ich mal nicht, dass er nur einen kleinen Auftritt bekommt, einen kleinen Teaser und Dr. Sylvana hier die große Rolle spielt. Versteht mich nicht falsch, Dr. Sylvana ist schon wirklich eine gute Figur, die ja auch gut zur Verkörperung kommt. Aber ich hoffe mal, Black Adam wird da drinnen vorkommen. Der wird ja von The Rock gespielt und da bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten, was können wir noch nehmen? Ja, vielleicht Action. Action wird hier sehr viel gemacht. Klar, gibt es hier für die Kämpfe. Gibt es im Trailer auch so ein paar Sachen und so, was hier auch angedeutet wird. Was hier nicht drin ist, zum Beispiel, dass Shazam nochmal lernen muss, überhaupt ein Superheld zu sein. Gut, da haben sie auch viel zu viele moderne Sachen mit reingenommen, mit diesem Fortnite-Tanz, diesen Zahnseiden-Tanz. Muss das so sein? Weiß ich nicht. Also ihr merkt, ich glaube schon, wenn sich der Film an diesen Comic wirklich, der richtig gut ist, voranlehnt, dann könnte das was Gutes werden. Und ich bin gespannt auf 2019, wenn dieser Film erscheint. Ja, das kann man eigentlich nur so sagen. Und der Comic ist wirklich eine scheiß Kaufempfehlung. Die müsst ihr euch wirklich einfach mal gönnen, wenn ihr was über diese geile Figur Shazam Ausrufezeichen wissen wollt. 16,99 € jetzt im Handel seit 14. August 2018 von Panini Comics. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Könnt ihr mal gerne schreiben, ob ihr auch schon so ein bisschen gehypt seid über diesen Shazam-Trailer, der ja so ein bisschen witzigerweise ist, in die Richtung, ja, schon ein bisschen düster. Der Comic ist eher da, so dieses reale, nerdige, düstere angehaucht, auch mit Hintergrundstory zu seinen Eltern. Das ist schon ein bisschen anders, so wie generell diese anderen Superheldenfiguren. Es ist ein... Ja, es ist nicht so wie Batman oder Superman. Es ist eine coole Hintergrundstory, wie Billy Batson halt zu Shazam wird. Und das ist wirklich geil gemacht.
Somit weiß ich gar nicht, was ich noch reden muss. Vielleicht habe ich noch was vergessen, das tut mir dann auch dann leid, aber ich habe eigentlich so die ganzen Randfacts, wer überhaupt Billy Batson ist. Ein 12-jähriges Kind, das habe ich euch gesagt. Waisenkind, was zu Shazam wird, was wirklich gut gemacht ist, das kann ich tausendmal nochmal sagen. Es macht Spaß, diesen Comic zu lesen. Und ihr merkt schon, ich blühe für diesen Comic. Der wird einen Ehrenplatz in meinem Comic-Schuber haben, weil ich habe sowas schon lange nicht jetzt erlebt, dass ich so einen Comic wirklich feiere. Und ich habe den auch wirklich abgelacht, Spaß gehabt, konnte ihn nicht mehr aufhören zu lesen. Ich glaube, eine Stunde habe ich gelesen für diesen Comic. Wirklich cooles Teil. So, aber zu viel Lobeshymnen und so weiter. Ich meine, ja, ich würde sagen, wer gespannt auf Aquaman ist, kann das immer gerne reinschreiben in die Kommentare. Wer auf Shazam abfährt, ja, schreibt auch mal in die Kommentare rein. Ja, würde sagen, Leute, wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst ein Abo hier. Und würde sagen, ne, bis dann und ciao und bam.